Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Schön, dass ihr alle wieder da seid. Ich habe jetzt ein bisschen längere Pause gemacht, weil ich habe relativ viel im Kopf gehabt und deswegen habe ich mir gedacht, okay, machen wir mal 2-3 Wochen Pause. So, nun geht es aber wieder weiter mit super geilen, tollen neuen Videos. Und wir fangen in gewohnter Manie an mit einem Nokia 8004G. Ist eine Art, ja, kann man also gut als Kinderhandy nutzen. Ist kein richtiges, ja doch, es ist ein Smartphone in dem Sinne, aber eher was für ältere Leute. Also seid gespannt, bleibt dran und viel Spaß. Hallo und herzlich willkommen zurück. Und wie schon erwähnt, haben wir hier jetzt das Nokia 8004G. Ja, es ist eine relativ kleine Verpackung, wie ihr seht. Wir gehen jetzt erstmal um die Verpackung herum. Auf dem Karton steht, dass es ein 2,8 Zoll Display hat, einen Wi-Fi Hotspot. Dann verfügt das Gerät über WhatsApp, YouTube, Facebook, Google Maps. Das Gerät ist ein 4G LTE. Es besitzt GPS, Bluetooth, eine 2 Megapixel Kamera, ein Radio, ein Micro SD Slot, der intern erweitert werden kann mit 32 GB und ein 1500 mAh Akku. Ja, nochmal vielen Dank an die Firma Nokia, dass ich das Gerät jetzt hier habe, um euch das zu zeigen. Ich muss das Gerät natürlich wieder zurückschicken, also ist es ein Leihgerät. So, nun schauen wir uns das mal genauer an. Das ist noch verpackt. So, mal gucken, rein hier oben. So. Sehr interessante Verpackung. Ja. Schauen wir erstmal hier in den Karton rein, was hier noch im Lieferumfang enthalten ist. Natürlich der Akku. Hier ein Netzkabel mit einem USB-C-Anschluss. Ja, also nichts Großartiges, nichts Besonderes. Und dann natürlich ein bisschen Lektüre. Ja, die jetzt nicht raus will. Ja, Kurzanleitung. Ja, wahrscheinlich in mehreren Sprachen. Ja, mehrere Anleitungen in verschiedenen Sprachen. Aber das interessiert uns ja jetzt nicht. So, dann legen wir es mal auf Seite. So, gucken wir mal, wie wir das Handy jetzt hier aus der Blizzard-Verpackung kriegen. Ja. So, Verpackung legen wir mal auf Seite. Relativ viel Plastik. Ja, und hier haben wir jetzt das Gerät. Ich nehme jetzt mal die Folie ab. Und ich muss sagen, sehr, sehr hübsch. Sieht echt sehr gut aus. So eine glänzende Oberfläche. Ein Hauch von Eleganz auf jeden Fall. Das sind auch keine, oder? Ja. Alles glatt. Eine glatte Oberfläche. Das sind keine Sensortasten, also kein Touch, sondern eher, man merkt, dass darunter irgendwelche Knöpfe verbaut sind. Hier oben haben wir jetzt den Klinkenanschluss, den Power-Button. Ja, an der Seite haben wir nichts. Ist kein Aluminium, ist alles Kunststoff. An der Seite haben wir auch nichts. Okay. Unten haben wir dann den Klinkenanschluss. Ja, schon ein bisschen schmutzig schon geworden. Auf der Rückseite haben wir den Lautsprecher und die 2 Megapixel Kamera. Ja, und jetzt schauen wir uns das mal an, wie wir das hier aufmachen. Okay. Was natürlich wieder geil ist in der heutigen Zeit, man kann den Akku tauschen. Wir legen jetzt mal zusammen den Akku ein. Dann schauen wir mal, was das Gerät so kann. Ja, hier sind die Dual-SIM. Hier ist für die Micro-SD-Karte. Ja, so, schauen wir mal, wie rum der Akku reinkommt. So. Der
Apple drauf. Übrigens, falls noch nicht geschehen, Abo da lassen, Glöckchen aktivieren, um keine weiteren Videos mehr zu verpassen. Ich hoffe, dass der Akku jetzt ein bisschen was voll ist, um das zu zeigen. Jawohl. KaiOS steht hier drauf. Das war dann wohl das Betriebssystem. Ja. Fährt langsam hoch. Das Gerät könnt ihr bei Amazon kaufen. Link unten in der Beschreibung. Für 75,90 Euro, 80 irgendwie so um den Dreh. Ist auf jeden Fall ein sehr interessantes Seniorenhandy oder für Kinder. Weil kostet ja nicht viel. Und man braucht ja eigentlich heutzutage nur noch WhatsApp. Ja, WhatsApp und Facebook. Und das verspricht das Gerät ja, dass es kann. Ja, das Gerät hat eine Größe von 132,2 mal 56,5 und hat 110 Gramm im Gewicht. So, jetzt haben wir hier erstmal die ganzen Sprachen. Afrikanisch, Chinesisch, Türkisch, Slowenisch, Rumänisch, Polski, Niederlande. Und Italienisch können wir aber alles nicht. Französisch, Englisch, Deutsch. So. Okay, dann gehen wir jetzt hier auf weiter. Weiter. Anmeldung, Setup. Das wird das Gerät natürlich ein WLAN-Code, aber ich möchte das Gerät jetzt nicht über WLAN verbinden. Weil gesagt, es ist ja nicht meins. Okay, man könnte es wieder zurücksetzen, aber wir lassen das jetzt mal ohne. Wir wollen uns ja das Gerät angucken. Die Zeitzone. KaiOS verwendet Daten aus dem GPS, bla bla bla. Vielen Dank, dass Sie sich für das Nokia 8004G entschieden haben. Ja, gerne geschehen. So. Speichermedium. Keine SD-Karte. Okay, das Gerät findet wohl keine SD-Karte. Ich habe auch jetzt keine reingemacht. Nun schauen wir uns das Menü mal an. So, und wird, ja genau. So. Heißt, man drückt hier den mittleren OK-Button. Dann hat man hier die Anrufliste, die Kontaktliste, den Shop. Hier hat man dann die Navigationskarte. Dann haben wir hier YouTube, Sprachassistenten. Natürlich, wie man es kennt. Mal gucken, wie es aussieht. Und zwar Snake. Ich habe da so einen Kollegen, der hat da noch so ein uraltes Trümmer-Handy. Der benutzt das eigentlich nur für Snake. Okay, solche Leute muss es natürlich auch geben. Ja, wie sieht Snake jetzt heutzutage aus auf so einem Gerät? Ja. Okay. Ah, okay, mit den Zahlen. Wie geht denn dann runter? Ah gut, das ist mir zu viel Hightech. Wir kommen jetzt hier wieder raus. So, so, so. So, okay. So. Jetzt sind wir wieder im Menü. Da haben wir, wie ihr seht, jetzt ist das Gerät ein bisschen aufgehangen. So, okay. Wie ihr seht, haben wir dann hier WhatsApp. Dann haben wir hier Facebook, Videoplayer, Galerie, Kamera, Mitteilung, Google, der Internetbrowser, der Musikplayer, die Uhr, um für E-Mails zu checken, ein UKW-Radio, was wahrscheinlich, ich gehe mal drauf, ja, das UKW-Radio geht natürlich nur in Verbindung mit einem Headset. Dann hier die Einstellung, können wir mal kurz reingehen. Flugmodus, Bluetooth, Positionsbestimmung, ja. Töne, Lautstärke, haben wir nochmal Medium extra, Klingeltöne, Wecker. Ja, das ist ja gruselig. So, nochmal Töne, Vibrieren, Klingelton. So, was haben wir hier? Thank you.
Na gut, bei den Klingeltönen kriegt man so ein bisschen Depression. So, dann schauen wir uns die Anzeige. Kann man auch auf die Helligkeit gehen. Machen wir mal ganz hell. Hintergründe, Kamera oder Galerie. Okay, in der Galerie ist natürlich jetzt nichts drin. Dann haben wir noch Notizen, also Kalender, Notizen, Taschenrechner, QR-Code-Scanner, Einheitsnummer, keine Ahnung, und euer Aufnahmegerät. Dann haben wir hier News, Wetter, Crossword, also wahrscheinlich ein Spiel, klar, noch ein Spiel. Dann eine App zum Englisch lernen, noch ein Spiel, noch ein Spiel, noch ein Spiel, noch ein Spiel. Speicherreinigung und noch ein Spiel. Ja, schauen wir uns jetzt mal die Kamera an. Zulassen. Ja, Kamera. Was soll man jetzt erwarten? Das sind ja nur 2 Megapixel. Ja, Selfies kann man jetzt nicht machen, deswegen drehe ich das jetzt mal rum. Ja, mal gucken, wie es jetzt aussieht. Vorschau. Okay. Aber wie ihr schon seht, es sieht zwar aus, als wäre es Touch, ist es aber nicht. So. Müssen wir mal gucken, wo haben wir jetzt die Bilder? Die Tipp. Ah, hier. Galerie. Ja. Das ist jetzt. Ja, wie ihr seht, ist kein Touch. Aber man könnte zoomen. Und zwar. Wie könnte man zoomen? Also hier, genau. So sieht es dann aus im Zoom. Ja, noch größer, noch größer, noch größer, noch größer. Okay. Jetzt wird es natürlich ein bisschen pixelig. Aber wie gesagt, für Senioren, um mal kurz ein Fotoschön zu machen von der Oma oder für kleine Kinder mal irgendwo ein Foto zu machen, ist das ganz okay. So, oh, okay. Dann haben wir noch, steht auch noch eine Schnellwahltaste. Das heißt, wenn ich nach oben drücke, dann haben wir direkt hier die Taschenlampe, Flugmodus, Bluetooth und so weiter. Kamera haben wir natürlich auch direkt die Schnelltaste. Hier natürlich die Hinweise, wenn SMS kommen. Wenn ich die Taste links drücke, haben wir direkt hier die wichtigsten Apps. Die Taste rechts kommen die neuesten Nachrichten, also SMS und, nee, Quatsch. Rechts kommen dann die Kontakte. Nach unten, unten kommt nichts. Ja. In dem Gerät werkelt eine CPU der Quad 8909. Ja, und ist ein 2,8 Zoll Display mit QVGA. Wie schon erwähnt, 2 SIM-Karten passen in das Gerät. Ja, und was kann man noch dazu sagen? Ja, Bluetooth 4.0. Ist sehr elegant auf jeden Fall, sieht auch schön aus, liegt super in der Hand. Tolles Gerät, sieht gut aus. Ja, hier oben macht man es mal wieder an. Und wie gesagt, für Senioren, Kinder, tolles Handy, auf jeden Fall. Ob das natürlich was aushält im Alltag, glaube ich nicht, weil es ist ja als Kunststoff, wenn es mal runterfällt, dann kriegt es dann eher so ein paar kleine Macken. Ja, aber wie gesagt, ganz cool. Hier ist auch nochmal Internetverbindung, Browser, UKW, Musik, Rechner, Kalender, da la 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 la. Jo. Auch sehr, wie gesagt, die Tasten sind alle flach, also da stimmt nichts über. Eins, was ein bisschen übersteht, ist hier die Home-Taste oder die Kreuztaste. Die fühlt man ein bisschen, aber der Rest ist alles sehr flach, sehr leicht. Tolles Gerät. Also für Senioren optimal. Und Kinder. Oder wenn ihr eine, ja, eine Frau habt, die zu viel im Internet surft, aber sie trotzdem WhatsApp haben will, dann könnt ihr ja sowas kaufen. Ja, nee, tolles Handy. Ist ganz gut. Kann man ja natürlich jetzt nicht so viel erwarten. Das ist auf jeden Fall sehr gut. Und wie gesagt, für den Preis kann man nichts falsch machen. Ist ja jetzt nicht so teuer. Hoffe, das Video hat euch gefallen.
Daumen rauf, abonniert den Kanal und ciao, bis zum nächsten Mal.